Ja, Hallöchen, wir sind hier beim im Darmstädter Louvre, ja, gelandet draußen. Und wir haben hier zwei junge Künstlerinnen getroffen. Grüß dich mal, wie heißt du denn? Caro. Wie ist die Caro? Und du bist die? Joana. Joana. Und ihr seid hier richtig fleißig am Rumkünstler, ne? Ja. Zeig mal, was machst du da, meine Liebe? Bisschen Punk. Punk-Design. Ist das frei erfunden oder ist das eine Person, die du kennst? Frei aus dem Kopf gerade. Cool. Und das hier, was soll das geben, meine Beste? So abstrakte Räume, könnte man sagen. Cool. Ich weiß es auch nicht. Und ihr benutzt keine Leinwand, sondern Pappmaché. Pappe, ja. Pappe, wow, das finde ich geil. Ich bin Freestyler. Ich gebe einen Fick auf Konventionen. Und die Farbe, die ihr benutzt, darf auch kurz sein, das ist Acrylfarbe, ja? Ja, die Original vom Aldi. Acryl vom Aldi und Amazon Pappkarton. Korrekt. Und heute ist ein schöner sonniger Tag. Corona ist etwas aufgelockert worden. Wir feiern in die Christi Himmelfahrt rein, Männertag, meine lieben Freundinnen. Und habt ihr Bock, ein Plauti zu feiern heute? Ja, wir wollten Bier holen. Ja, wir wollten Bier. Prima, das finde ich ja gut, weil ich bin Darmstädts mobile Klimperlieferant, Getränklieferant. Da könnt ihr ja mir einen Auftrag geben und ich hole euch die Kühlgetränke. Oder wir gehen zusammen einfach, wenn ihr Bock habt. Nice. Ja. Was gibt's da, was trinken wir heute noch? Bier. Machen wir es farbenfroh. Trinken wir Rotwein, trinken wir Jägermeister und trinken wir diesen grünen, wie heißt der, dieser Pfefferminzschnaps? Pfeffi. Dann haben wir Rot, Grün und Braun. Boah, ich wäre einfach nur bei dir heute. Wie bitte? Nur bei dir dabei. Ein paar Bierchen, oder so, ja. Genießen wir die Sonne, tun uns noch ein bisschen künstlerisch hier ertüchtigen, ja, ein bisschen austoben. Ja. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen mit euch was zusammenzeichnen. Oder so, ja. Ja, klar. Ja, ja, cool. Und kennt ihr schon mal YouTube-Channel? Ich habe einmal dein Plaza-Video gesehen. Welches Plaza? Wo du am Plaza warst. Es ging in Frankfurt? Nee, hier in Darmstadt, das Skatepark. Ja, 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 genau. Und, wie fandst du es? Ja, lustig. Übertrieben oder lustig? Authentisch. Ja, den. Darmstädter Underground Channel. Ja? Und du hast auch schon mal was gesehen von mir, und zwar die Trichtersauf-Olympiade. Ja, genau. Das ist Werbung gemacht beim Schlossgrabenfest. Vor 2 Jahren oder letztes Jahr? Letztes Jahr, oder? Weiß ich nicht mehr. Und leider Gottes fällt es ja dieses Jahr ins Wasser wegen dem dreckigen Corona da. Und wir hoffen, dass die Impfpflicht nicht kommt. Wir hoffen, dass der Herr Spahn abtritt. Und wir hoffen, dass ihr zwei dein Kultusministerium da eine hohe Position einnimmt. Impfpflicht, ich bin für Impfpflicht. Impfpflicht. Ehrlich? Ja. Warum? Was ist pro? Sinnvoll. Aber alle? Ja. Was ist mit der körperlichen Unversehrtheit des Menschen? Du kannst ja selber entscheiden. Ja, aber wir leben in einer Gesellschaft. So. Wir müssen halt, finde ich persönlich, ist meine Meinung, wenn wir leben in einer Gesellschaft, wir müssen uns anpassen. Wir sind nicht so frei, es ist ja keine Anarchie. Kennst du so Outsider wie der Einkaufswagenmann, die ihr eigenes Ding durchziehen, die keine Wohnung haben und so Scheiß? Müssen die dann auch geimpft werden? Die machen ja eh was sie wollen. Die machen eh was sie wollen. Ja, eher so außerhalb der Gesellschaft. Genau. Und jetzt dürft ihr nochmal, habt ihr einen Insta-Channel und Werbung eigener Sache machen, Instagram, Facebook, YouTube, da kann man euch erreichen, anschreiben und buchen vor allen Dingen für die Vernissage. Schieß mal los. Leider kein Insta. Ich boykottiere das gerade. Was anderes? So ein bisschen. Deine Webseite. Ich hab die ist noch nicht online. Ja, aber wie willst du sie nennen? Ich weiß es noch nicht. Ich werde sie irgendwann online schreiben. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr sie buchen wollt. Sie ist eine sehr talentierte Künstlerin. Und jetzt schießt du los. Joana_Rode auf Instagram. Jawohl. So, und dann darf eine von euch beiden das Video beenden, auf den roten Knopf drücken. Wer hat die Ehre? Und danach werden wir bei euch was saufen, meine Ladies.